So, die große Frage beim Trailrunnen: Rucksack oder Laufweste? Der Rucksack ist super fürs Wandern. Der hat nämlich normale Träger. In dem Fall kann man da sogar schon einen Softplatz hineingeben, hat ein eher großes Backvolumen und das Backvolumen ist halt einfach weiter weg vom Körper im Vergleich zur Weste. Da liegt es eher mehr, sieht man hier, am Körper an und es wackelt dadurch weniger. Zusätzlich kann man hier die Trailrunning-Weste schön festmachen, dass sie beim Laufen einfach richtig gut sitzt und nicht herumwackelt. Und die Trinkflasche oder der Softflask ist sehr nahe am Körper bzw. am Kopf, dass man hier leicht trinken kann. Und man kann überall praktisch dazu, das heißt, wenn man hier die Trailrunning-Stöcke verstaut, es ist alles wirklich griffbereit. Hier hat man noch zusätzliche Taschen, wo man noch Gels, Taschentücher oder das Handy einstecken kann. Also das heißt, der feste Sitz einer Trailrunning-Weste ist das Wichtigste. Und da muss jeder selber für sich entscheiden, wie groß das die Weste sein muss. Da gibt es unterschiedliche Größen von 3 Liter oder von 2 Liter, 3 Liter bis zu 12 Liter. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie lange man unterwegs ist oder zu welcher Jahreszeit.